Eine Runde mit. Der Wissenschaftspodcast der Deutschen Sporthochschule Köln. Herzlich willkommen zu Eine Runde mit. Ich bin Jan-Hendrik Grafler und in dieser Runde dreht sich alles um die Olympischen Spiele. Denn Professor Dr. Stefan Vassong ist mein Gast, Leiter des Instituts für Sportgeschichte. Er ist Direktor des Olympischen Studienzentrums hier an der Deutschen Sporthochschule Köln und er berät als Wissenschaftler das Internationale Olympische Komitee. Wir sprechen zum einen, klar, über die aktuellen Sommerspiele, die ja jetzt gerade in Tokio stattfinden, Corona-bedingt ja ein Jahr verspätet und auch ohne Zuschauer. Wir sprechen aber auch über die Anfänge der Olympischen Spiele, denn seit Jahren forscht Stefan Vassong ja zur olympischen Idee. Und er hat sich intensiv mit dem Gründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, Pierre de Coubertin, befasst. Aktuell ist Professor Vassong auch Präsident des Internationalen Pierre de Coubertin-Komitees. Und ich stelle ihm die Frage, was ist von Pierre de Coubertins Idee heute noch übrig? Und ganz aktuell wird ja gerade auch viel über den Zusammenhang von Sport und Politik diskutiert. Auch darüber möchte ich mit ihm sprechen. Zum Beispiel gibt es ja während der Olympischen Spiele strenge Regeln, die Sportlerinnen und Sportlern politischen Protest verbieten. Ich will also wissen, warum das so ist und ob er es vielleicht doch für vorstellbar hält, dass in Tokio vielleicht doch die ein oder andere Regenbogenflagge zu sehen sein wird. Und wir hören auch eine Athletin, die bei den Spielen für Deutschland gerade am Start ist und auch sie will wissen, warum sie nicht protestieren darf. Also, legen wir los. Eine Runde mit Professor Dr. Stefan Vassong. Hallo Herr Vassong. Sie beschäftigen sich beruflich mit der Geschichte des Sports und natürlich vor allem auch mit den Olympischen Spielen. Deswegen würde ich gerne von Ihnen wissen, wann so die Begeisterung dafür angefangen hat. Gab es da irgend so einen Auslöser, wo Sie gemerkt haben, das ist etwas, was mich total reizt? Ja, persönlich habe ich so das erste Interesse für die Olympischen Spiele eigentlich mitbekommen bei den Olympischen Spielen in Moskau 1980. Da war ich 10 oder 11 Jahre alt und dann das richtige Interesse wurde dann durch die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles geweckt. Natürlich kann man sich an diese gigantische Eröffnungsfeier erinnern mit dem Rocketman oder mit dem großen Orchester, was Gershwins Rhapsody in Blue gespielt hat. Dann natürlich die Top-Athleten wie Carl Lewis, Edwin Moses, aber auch die Zehnkämpfer Hinkson im Duell mit Daley Thompson. Mhm. Das waren schon so Ereignisse, die einen dann so ein bisschen von dieser Bewegung infiziert haben. Hinzu kam dann, ich habe das dann immer natürlich weiter verfolgt, hinzu kam dann hier, als ich dann an der Sporthochschule war, dass ich dann noch meine Diplomarbeit, dass ich zunächst einmal als studentische Hilfskraft in einem Projekt bei Herrn Professor Quanz eingebunden war. Mhm. Das war das sogenannte First Century Project, was über die Los Angeles oder LA 84 Foundation lief. Da wurde so die 100-jährige Geschichte der Olympischen Bewegung aufgearbeitet. Darüber habe ich dann auch meine Diplomarbeit geschrieben. Naja, und so kam dann, wurde das Interesse immer weiter gesteigert. Da hat sich das wieder gepackt. Genau. Genau. Und dann haben Sie schon gesagt, die Spiele auch verfolgt, wahrscheinlich am Anfang erstmal noch im Fernsehen oder Radio. Und dann, nehme ich mal an, haben Sie sicherlich auch einige Spiele live gesehen. Was waren denn so die Spiele, an die Sie sich noch besonders gerne erinnern, wo Sie vielleicht auch vor Ort waren? Ich bin seit Athen 2004 immer in irgendwelchen Projekten bei den Olympischen Spielen dabei, sei es jetzt für das Internationale Coubertin-Komitee oder auch für das Internationale Olympische Komitee. Bis Tokio war ich und bin ich bei jedem Spielen dabei gewesen. Und das waren immer ganz tolle Erlebnisse, es waren interessante Projekte, die vom Arbeitsschwerpunkt, die vom Forschungsschwerpunkt her unwahrscheinlich interessant waren, aber auch die einem persönlich was mitgegeben haben, also was die ganze Atmosphäre angeht. Und Sie haben danach gefragt, welche Spiele so besonders in Erinnerung geblieben sind. Alle Olympischen Spiele, von denen geht ein eigener Flair aus. Also die Spiele 2004 in Athen waren natürlich ganz besonders schön. Die wurden natürlich von einem ganz bestimmten griechischen Organisationscharme geprägt. Anders war das schon wieder bei den Spielen in Peking 2008. Ganz toll fand ich die Spiele 2012 in London, weil ich eben auch beruflich, ich habe relativ lange in England gelebt und noch
dort gearbeitet und war immer wieder verbunden mit London 2012. Und das war dann natürlich ein ganz besonderes Ereignis. Jetzt haben Sie schon ganz viele verschiedene Sachen gesagt, von damals mit Rocketman, aber auch Carl Lewis oder sportliche. Was würden Sie sagen, was ist noch immer das, was Ihnen so eine Gänsehaut bringt? Sie haben von diesem besonderen Flair gesprochen. Sind das eher so diese sportlichen Leistungen, zum Beispiel an Carl Lewis, oder tatsächlich so dieses Rundherum oder diese Völkerverständigung? Was ist das, was für Sie persönlich die Olympischen Spiele zu dem machen, wie sie sind? Ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Das ist, wie Sie es schon gesagt haben, das ist auf der einen Seite diese unwahrscheinlich tolle internationale Atmosphäre. Das ist die Freude, die man über 2 Wochen da erlebt. Aber das sind natürlich auch die Sportwettkämpfe. Und was mir aufgefallen ist, ist, wenn man geht zu Sportwettkämpfen, von denen man eigentlich vermutet, dass die relativ langweilig sind. Also ich spreche jetzt vom Turmspringen oder vom Bogenschießen. Aber dann geht man zu diesen Sportwettkämpfen hin und erlebt eine wahnsinnige Atmosphäre und erlebt auch, was das für die Athleten, Athletinnen bedeutet, bei den Olympischen Spielen im Turmspringen oder im Bogenschießen überhaupt dabei zu sein. Und man fiebert dann auch bei diesen Sportarten mit und man bekommt eine ganz andere Einstellung zu diesen Sportarten. Das, was natürlich die Spiele auch ausmachen, auch für die Athletinnen und Athletinnen, die da ja sich ja 4 oder jetzt in diesem Fall sogar 5 Jahre darauf vorbereiten, ist ja eigentlich auch, dass die Zuschauer so einfach so mitgehen in so einem Stadion. Man erinnert sich an 100-Meter-Läufe, das kribbelt ja richtig in so einem Stadion. Jetzt ist es ja so, die Olympischen Spiele, die gerade stattfinden, die finden ohne Zuschauer statt, die finden mit einem Jahr Verspätung statt. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie dieses Mal leider nicht dabei sein können. Vielleicht können wir mal zurückblicken. Gab es sowas überhaupt schon mal, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden oder auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie ursprünglich geplant waren? Die Spiele wurden bisher immer abgesagt. Also sie wurden aufgrund des Ersten Weltkrieges abgesagt. Das heißt, eine offizielle Absage gab es selbst da nicht. Also haben einfach nicht stattgefunden. Und dann richtig abgesagt wurden sie in 1940, 1944 aufgrund des Zweiten Weltkrieges. Aber dass sie um ein Jahr verschoben worden sind, das ist also wirklich neu. Und das wird auch wirklich, also es geht auch in die olympische Geschichte natürlich ein mit all den Konsequenzen. Wenn wir nochmal bei der Geschichte der Olympischen Spiele anfangen, wenn wir nochmal ganz an den Ursprung gehen. Dieses Thema war auch ein Teil Ihrer Diplomarbeit. Können Sie vielleicht nochmal genauer erzählen? Was waren denn das dann für Athleten, die da teilgenommen haben? Es durften nur Amateure teilnehmen. Es durften keine Profisportler teilnehmen. Aber von den Amateuren wurde auch erwartet, dass sie ihre individuelle Höchstleistung bei den Spielen abrufen. Coubertin, also der Begründer der modernen olympischen Bewegung, wie auch seine Mitstreiter und auch viele Jahre die Mitglieder im Internationalen Olympischen Komitee, das waren ganz starke Vertreter vom Amateurgedanken. Hintergrund war, dass die olympische Bewegung sollte ja ausgerichtet sein auf dem Gedanken des Fair Play. Die Spiele wurden dann verboten. Man hat jahrhundertelang immer mal wieder die Idee gehabt, die Wettkämpfe auch wieder neu zu beleben. Aber gelungen ist das erst Ende des 19. Jahrhunderts. Sie haben ihn schon erwähnt, den Pädagogen und Historiker Pierre de Coubertin. Wie sahen denn die Spiele dann im Vergleich zur Antike aus, die Coubertin dann quasi ins Leben gerufen hat? Coubertin hat ja immer gesagt, dass er moderne Olympische Spiele haben will. Er wollte definitiv keine Kopie von den antiken Spielen haben, weil er gesagt hat, eigentlich nur das, was jetzt modern ist, das hat auch eine Chance zu überdauern. Und er hat sie dann ja auch in Athen wieder eingeführt. 1896 fanden quasi die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit dann statt. Ging es Ihnen dann eher um Leistung oder ging es ihm tatsächlich eher um Völkerverständigung? Oder ist das schwierig zu beantworten? Es ging eigentlich um beides. Der olympische Gedanke, der fußt schon auf dem Leistungsstreben, aber auf dem individuellen Leistungsstreben. Das ist ein Grundgedanke, der auch in der olympischen Erziehung immer wieder aufgeführt wird. Also Leistungsstreben unter Berücksichtigung des Fair Play ist ganz zentral im Olympismus. Aber genauso zentral ist die Idee der Völkerverständigung, dass eben durch die Olympischen Spiele eine Plattform geschaffen werden sollte,
auf der sich Repräsentanten unterschiedlicher Nationen treffen, um sich auszutauschen und dass über diesen Dialog dann Vorurteile abgebaut werden und dass Respekt und Toleranz gegenüber anderen Kulturen aufgebaut wird. Coubertin ist auch Namensgeber des renommierten internationalen Pierre de Coubertin-Komitees, von dem Sie seit knapp 3,5 Jahren Präsident sind. Was genau macht dieses Komitee und was genau sind Ihre Aufgaben in diesem Komitee als Präsident? Also dieses internationale Coubertin-Komitee, das hat schon so eine institutionelle Bedeutung im Rahmen der Olympischen Bewegung. Es ist zum Beispiel seit 1984 ist es eine Organisation, die vom IOC als sogenannte Recognized Olympic Organization geführt wird. Man hat also schon eine gewisse Tradition. Wir haben eigentlich drei Arbeitsbereiche. Den einen hat man jetzt schon angesprochen, dass es nämlich um die moderne Lesart von Coubertin geht, dass das auch vermittelt wird in Vorträgen, in Aufsätzen auf Kongressen. Ein weiterer Arbeitsbereich ist sicherlich die Archivierung von Dokumenten von Coubertin über Coubertin. Es geht nicht nur um die Archivierung, es geht auch um die Sicherung. Also das heißt, dass man hingehen muss, um diese zu digitalisieren, um sie eben also vor dem auch Verfall zu schützen. Das ist eine Aufgabe, die ich übernommen habe, die relativ schwierig durchzuführen ist, weil das Coubertin und die Coubertin-Archive sind im Moment dezentral organisiert. Wir haben also eins in Lausanne, wir haben eins in Frankreich, wir haben eins in Mainz. Die sind eigentlich immer mit den jeweiligen Präsidenten vom internationalen Coubertin-Komitee mitgezogen. Und ich zentralisiere die jetzt hier an der Sporthochschule oder am Olympischen Studienzentrum von der Sporthochschule. Wir haben einen Archivraum vom OSC dafür freigemacht. Und das Archiv aus Lausanne ist teilweise schon hier. Und wir arbeiten dann hier die Materialien auf, digitalisieren die und führen die dann auch in eine Datenbank über, was natürlich auch für die Coubertin-Forschung interessant ist. Ein weiterer Arbeitsbereich ist, dass wir auch diesen Gedanken oder dieses Konstrukt der olympischen Erziehung weiterverfolgen. Coubertin hat nie von olympischer Erziehung gesprochen. Er hat eigentlich immer von einer Erziehung durch Sport gesprochen. Der Begriff olympische Erziehung ist von Professor Müller und von Professor Omo Gruppe eigentlich in den 1970er Jahren in den Diskurs oder in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht worden. Das Komitee führt verschiedene Fortbildungsveranstaltungen für ganz unterschiedliche Zielgruppen im Bereich der olympischen Erziehung durch. Die werden dann unter anderem, diese Programme oder Kurse werden durchgeführt bei nationalen Pierre de Coubertin-Komitees oder bei der Internationalen Olympischen Akademie. Neben dem Pierre de Coubertin-Komitee sind Sie ja noch in weiteren Gremien aktiv, haben sozusagen ja, viele verschiedene Hüte auf, wenn man so will. Und welche das genau sind, das hören wir jetzt von einer Stimme, die Ihnen bestimmt bekannt vorkommen wird. Ja, lieber Stefan, ich denke, du wirst meine Stimme erkennen, da wir häufig an gemeinsamen Projekten arbeiten. Als Experte in Sportgeschichte, als Direktor des Olympischen Studienzentrums und Leiter des Master in Olympic Studies, als Präsident des internationalen Pierre de Coubertin-Komitees, als Mitglied der IOC-Kommission für olympische Erziehung, als Berater der Internationalen Olympischen Akademie im antiken Olympia und natürlich als Autor von zahlreich olympisch relevanten Publikationen trägst du viele Hüte, die uns Grund für Austausch und Zusammenarbeit geben. Ich möchte diese Gelegenheit, dieses Podcast nutzen, um mich bei dir im Namen des IOCs und des Olympic Studies Centers des IOCs für die fruchtbare Zusammenarbeit unseren Respekt und Dank ausdrücken. Ich freue mich und hoffe auf viele gemeinsame weitere Projekte mit dir. Ja, da geht runter wie Butter, oder? Das war vor allem eine sehr, sehr schöne Überraschung. Erzählen Sie doch mal, wer das war und wie genau die Zusammenarbeit aussieht. Ja, das war Maria Bruckner, die ist Leiterin des Olympischen Studienzentrums beim Internationalen Olympischen Komitee. Wir kennen uns jetzt schon seit gut 10, 12 Jahren und ja, wie Frau Bruckner es ja eben schon so nett ausgedrückt hat, haben wir doch verschiedene Arbeitsfelder auf denen wir gemeinsam aktiv sind. Und ich glaube, dass das auch, dass diese Arbeitsfelder auch nur so gut bedient werden konnten durch die Hilfe eben vom Olympischen Studienzentrum in Lausanne.
Jetzt haben wir schon viel über die Geschichte der Spiele gesprochen, so ein bisschen auch schon über die aktuelle Situation. Sprechen wir nochmal über etwas, was in den letzten oder seit gut einem Jahr, würde ich sagen, nochmal sehr im Fokus ist. Da geht es um den Zusammenhang zwischen Sport und Politik, auch bei Sportevents. In den USA gab es ja nach dem Tod von George Floyd, dem Afroamerikaner, vor gut einem Jahr eine Boykottwelle der großen Sportligen. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, wie Sie Boykotte bei Sportevents sportpolitisch oder sporthistorisch einschätzen würden, weil neu ist dieses Phänomen ja nicht. Nein, neu ist dieses Phänomen definitiv bestimmt nicht. Es gab den ersten Boykott bei den Spielen 1896 in Athen. Also ist definitiv nicht neu. Da haben die deutschen Turner boykottiert, einfach aus zwei Gründen heraus. Einmal, Pierre de Coubertin hat, ein Franzose, der also die Olympischen Spiele wieder ins Leben gerufen hat. Das ist natürlich keine Person gewesen, die jetzt von der deutschen Turnerschaft unbedingt umarmt worden ist. Also die deutsche Turnerschaft hat letztendlich die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit boykottiert. Dass dennoch Turner nach Athen gefahren sind und dort auch siegreich waren, hat einfach damit zu tun, die sind gefahren aus einer eigenen Entscheidung heraus. Mit der Konsequenz, dass sie in Deutschland als vaterlandslose Gesellen beschimpft worden sind und sofort aus der deutschen Turnerschaft rausgeschmissen worden sind. Also das war der erste Boykott bei den Spielen 1896. Natürlich kam es immer wieder zu Boykottdrohungen, die dann aber letztendlich nicht durchgeführt worden sind. Zu richtigen Boykotten ist es dann gekommen, erstmalig 1976 in Montreal. Da sind dann wirklich 21 oder Athleten von 21 Ländern, die waren schon in Montreal und sind also aus dem olympischen Dorf rausgegangen. Grund war, dass die All Blacks, also das Rugby-Team von Neuseeland, hat dann eine Tour in Südafrika gemacht, um dort gegen die Springboks zu spielen. Und eigentlich war es damals, aufgrund der Apartheid-Politik, war es so, wurde das nicht sehr gesehen, war es teilweise sogar nicht erlaubt, also einen internationalen Sportverkehr mit Südafrika zu haben. Daraufhin haben dann die afrikanischen Staaten gesagt, haben das IOC gesagt, sie sollen Neuseeland von den Olympischen Spielen in Montreal ausschließen. Das IOC hat in Montreal gesagt, das geht nicht, weil zu dieser Zeit war Rugby noch keine olympische Sportart. Und das hat dann dazu geführt, dass wirklich 21 afrikanische Staaten die Olympischen Spiele boykottiert haben. Dann gab es natürlich die großen Boykottspiele 1980 in Moskau, die natürlich bedingt waren durch den Anlass oder durch die sowjetische Invasion in Afghanistan im Dezember 1979. Das war allerdings, ich möchte sagen, kein vorgeschobener Grund der Carter-Administration, aber das war schon ein Mittel für die Carter-Administration, um eigene außenpolitische Zielsetzungen durchzuführen. Carter wollte wiedergewählt werden, wollte als Präsident wiedergewählt werden. Er ist angetreten mit dem Versprechen einer starken Außenpolitik. Das ist ihm bis dahin nur bedingt gelungen. Und jetzt wollte er natürlich durch den Boykott der Spiele wollte er ein ganz starkes Zeichen setzen, was ihn auch dazu gezwungen hat, dann auch in den USA Athleten oder das USOC, also das amerikanische Olympische Komitee, dazu zu drängen, ich sage bewusst drängen, also für einen Boykott zu stimmen. Und dann haben sich diesem Boykott, haben sich, glaube ich, 66 dann überwiegend westliche NOKs angeschlossen in ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Also Westdeutschland hat einen kompletten Boykott gehabt. Dann gab es aber auch Länder, die Mannschaften hingeschickt haben, die dann aber nicht hinter der Nationalfahne einmarschiert sind, die an Eröffnungsfeiern nicht teilgenommen haben. Aber es gab also ganz unterschiedliche Abstufungen. Aber insgesamt haben wirklich 66 Länder boykottiert. Und dann gab es natürlich den Gegenboykott. Also 77 hat Los Angeles die Spiele zugesprochen bekommen für 84.
Aber als dann die Amerikaner den Boykott ausgesprochen hatten, das war, glaube ich, im Mai 1980, war schon vorauszusehen, dass es zu einem Gegenboykott kommt. Der muss natürlich auch begründet werden, der war natürlich auch politisch motiviert, aber es muss natürlich anders begründet werden. Hier war die Begründung dafür, dass man auf der einen Seite gesagt hat, die Athleten aus der Sowjetunion und die Trainer und die Funktionäre würden nicht sicher sein. Ein anderer Grund war, dass es hat zu dieser Zeit auch eine Umkehrung gegeben in den Marketingstrategien vom Internationalen Olympischen Komitee. Die Spiele in LA wurden zum ersten Mal komplett finanziert durch ein privat finanziertes Organisationskomitee, was auch neu war. Und das war eben, wurde von Seiten der damaligen Sowjetunion auch gesagt, dass das eine Aushöhlung der Olympischen Charta wäre. Man muss aber sagen, dass diese Boykotte niemals dazu geführt haben, dass politische Zielsetzungen umgesetzt worden sind. Die einzigen Leidtragenden waren wirklich die Athleten dann. Vielleicht hätte ich andersrum fragen sollen, welche Spiele waren denn ohne Boykott oder ohne Proteste, ne? Das ist ja wirklich, wenn man die Geschichte anschaut, schon ja, regelmäßig der Fall gewesen, ne? Ganz zuletzt jetzt, gerade erst hat ja ein Protest, den vielleicht auch noch viele Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich vor Augen haben. Stichwort Regenbogenprotest jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft. Da hat die UEFA verboten, dass München das Fußballstadion in Regenbogenfarben leuchten lässt. Das wäre ein Aufruf gewesen oder ein Zeichen, zumindest ein sichtbares für Toleranz, für Vielfalt. Und Ihr Kollege von der Sporthochschule, Professor Mittag, mit dem Sie den Master International Sport Development in Politics ja hier an der Sporthochschule ins Leben gerufen haben, der hat jetzt kürzlich erst gesagt, dass das Verhältnis zwischen Sport und Politik gerade ja so wie neu verhandelt wird. Deswegen würde ich Sie auch gerne fragen, ob Sie das auch so aus Ihrer Fachwahrnehmung so wahrnehmen. Ja, ich kann Herrn Mitter da natürlich nur zustimmen. Er ist ja auch wirklich der Experte auf diesem Gebiet. Aber man bekommt das eben auch im Internationalen Olympischen Komitee mit. Man bekommt es auch mit, was jetzt die Olympischen Spiele in Tokio angeht. Es gibt ja in der Olympischen Charta auch die Regel Nummer 50, bei der ja eben, wie sie im Moment heißt, ist es ja, dass no kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas. Das ist eine Regel, die natürlich in den vergangenen anderthalb Jahren sehr, sehr stark in den Fokus gerückt ist. Und es hat jetzt aber auch Tendenzen gegeben, diese Regel zu liberalisieren. Dass eben auch Bekundungen, Äußerungen erlaubt sind. Bekundungen, die natürlich auch gegen Rassismus, gegen Diskriminierung jeglicher Art. Und natürlich nicht in allen Situationen, natürlich nicht an allen Orten, aber an sehr vielen Orten, in sehr vielen Situationen, die dann auch eine große Öffentlichkeitsrichtung haben. Und da stimme ich wahrscheinlich mit Herrn Mitt darüber ein, dass das der Punkt ist, der auch mit Erfolg bereits neu verhandelt worden ist. Wir haben uns in diesem Zusammenhang natürlich auch mal bei Athletinnen und Athleten umgehört, wie die das sehen, auch mit der Charta, mit der Regel 50 zum Beispiel. Nike Lorenz ist die Kapitänin der Hockey-Nationalmannschaft, die sich auch stark dafür einsetzt und es ja auch nicht so richtig verstehen kann, warum es nicht erlaubt ist. Und die hat jetzt auch ein Statement, was wir uns gerne mal anhören. An sich sehe ich die Verknüpfung von Sport und Politik überhaupt nicht kritisch. Mich stört am meisten bei der ganzen Diskussion eigentlich immer, dass der Sport so betrachtet wird, als sei er unpolitisch und es wird ja irgendwie auch von allen erwartet. Und es sind aber, wie gesagt, einfach nur Menschen, die diesen Sport ausführen und die sind alle Teil einer Gesellschaft und deswegen ist es einfach, man muss es wirklich unterdrücken, den Sport dann nicht politisch zu machen und das sehe ich einfach irgendwie, die Notwendigkeit sehe ich nicht. Das zu unterdrücken. Ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Raum dafür gelassen wird, dass Sportler und Sportlerinnen eben, wie gesagt, einfach Menschen sind, die Teil einer Gesellschaft sind und dementsprechend auch irgendwo politisiert sind. Ich sehe die Verknüpfung von Sport und Politik nur kritisch, wenn sie gefühlt nur in die eine Richtung betrachtet wird. Also, ja, wenn es zum Beispiel Beispiele von Olympischen Spielen gibt, wo die Teilnahme von Nationen abgesagt wurde aus politischem Protest heraus, aber
Jetzt dürfen Sportlerinnen und Sportler keine politischen Statements bei Olympischen Spielen abgeben. Oder ich meine, die UEFA, da gibt es ja auch 1000 Beispiele, was ja, Politik beziehungsweise da sind es ja schon eher Menschenrechte angeht. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das geht irgendwie immer nur in eine Richtung wird es akzeptiert und in die andere wird es unterdrückt. Ja, sie klingt ziemlich frustriert. Ein bisschen was haben wir ja auch schon beantwortet, aber können Sie das Unverständnis dieser Athletin verstehen, die ja jetzt gerade auch bei Olympia dabei ist? Auf der einen Seite kann man es sicherlich verstehen, dass dort auch der Wunsch ist, eine Meinung zu äußern, sich zu positionieren. Aber das ist ja im Moment wirklich, wird es ja wirklich neu verhandelt. Das heißt, es wird der Gelegenheit gegeben, sich zu positionieren, sich im Rahmen zu positionieren. Das klingt so, als würde man da vielleicht eine Ausrede suchen, aber das ist schon eine gewisse Entwicklung, die dort stattgefunden hat. Ich meine, man muss auch mal überlegen, dass ja, durch solche Äußerungen kann man natürlich eine große Öffentlichkeitsrichtung bekommen und kann man auch ein ganz bestimmtes Problembewusstsein schaffen, was ja auch geschaffen werden soll und was vielleicht auch Aufgabe von solchen Sportfesten sein kann. Aber man muss auch aufpassen, wir haben es ja hier auch mit 205 nationalen olympischen Komitees zu tun. Und es ist ja auch eine Idee oder eine Ausrichtung der Olympischen Spiele, diese Plattform zu schaffen für einen interkulturellen Dialog. Und das kann eigentlich nur gesichert werden, wenn man wirklich eine gute Gesprächsbasis schafft. Sie haben gerade die Regel 50 der Olympischen Charta schon angesprochen, die ja quasi für die Athletinnen und Athleten regelt, was sie dürfen und vor allem auch, was sie nicht dürfen. Nach eigenen Angaben versucht das IOC mit dieser Regel ja sicherzustellen, dass bei den Spielen weiter die Athleten und deren Wettkämpfe im Mittelpunkt stehen. Und hierzu hat Nike Lorenz eine Frage nochmal an Sie. Woher kommt diese Regel 50 aus dem IOC und warum wird es bei internationalen Sportveranstaltungen so strikt ausgeblendet? Also warum dürfen die Athleten und Athletinnen nicht politisch sein? Es wird ja schon fast verboten, sich politisch zu positionieren. Und ich frage mich so ein bisschen, woher das kommt, wie das historisch entstanden ist und auch welche Argumente eben dafür sprechen, dass es keine politischen Äußerungen geben soll. Erstmal danke für die Frage und ich finde einfach auch deine Gedanken, die du dir um diese ganze Problematik machst, sehr, sehr gut. Und das kommt sicherlich oder ist zurückzuführen auf den Gründungsgedanken von Coubertin, der schon die Olympischen Spiele konzipiert hat als eine Plattform für eine internationale Verständigung. Er hat bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert hat er gesagt, dass eben eine Dialogform über den Sport in einer sehr freudvollen Atmosphäre, in einer ungezwungenen Atmosphäre geschaffen werden soll, um eben mehr zu erfahren über die Besonderheiten und Eigenheiten von anderen Kulturen, von anderen Nationen. Und daher rührt das auch so ein bisschen, dass man immer wieder versucht hat, eben politische Äußerungen in den vergangenen Jahrzehnten bestimmt verstärkt von diesem Olympischen Fest herauszunehmen. Dass das jetzt zunehmend aufgelöst wird, ist aber auch eine Entwicklung, die im IOC stattgefunden hat, um eben auch ein Stück weit auf die Ereignisse in den vergangenen Jahren zu reagieren. Ja, die olympische Bewegung, die lebt ja nicht in einem Bubble, sondern sie muss eben auch und will auch über den Sport darauf reagieren, welche Entwicklung in der Gesellschaft stattgefunden hat, um eben auch auf diese Entwicklung eventuell rückwirken zu können. Sie haben schon gesagt, es wurde etwas aufgeweicht. Kann man vielleicht sagen, welche politischen Statements zum Beispiel erlaubt sind? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Zum Beispiel haben wir ja jetzt in dem Stadion in München, das durfte zwar nicht von außen in Regenbogenfarben leuchten, aber dann haben LGBTQ-Aktivistinnen und Aktivisten zum Beispiel Regenbogenfahnen weitergegeben und die sind dann natürlich geschwenkt worden teilweise. Wäre sowas denkbar? Natürlich ist sowas denkbar, dass sowas auch passiert, aber ich hatte eben schon mal gesagt, dass es sicherlich Situationen geben wird, in denen das nicht erlaubt sein wird, wie zum Beispiel bei Siegerehrungen.
Es wird aber auch Situationen geben, bei denen es erlaubt sein wird. Also zum Beispiel vor dem Anpfiff eines Fußballspiels. Das Knien zum Beispiel, ne? Genau. Ja, Okay. da ist, sind solche Gesten, solche Äußerungen werden gestattet sein. Sie haben in den letzten Jahren an einem Forschungsprojekt gearbeitet, das die Athletenkommission des IOC untersucht hat, nämlich dazu, welche Bedeutung die Impulse der Athletinnen und Athleten wirklich hatten und ob ihr Einfluss auch über die Jahre etwas geändert hat. Und dazu haben wir jetzt nochmal eine Frage von Maximilian Klein. Er ist für die unabhängige Athletinnenvertretung Athleten Deutschland der Beauftragte für die internationale Sportpolitik. Vor dem Hintergrund unserer eigenen Entstehungsgeschichte und auch mit Blick auf unsere strukturelle Kritik am Athletenkommissionsmodell würde mich natürlich jetzt schon nochmal die Forschung auch von Herrn Professor Wassong interessieren, der sich ja mit den Entscheidungsprozessen des IOC auseinandergesetzt hat und sich da auch nochmal genau die Rolle der IOC-Athletenkommission angeschaut hat. Also inwiefern sich da auch der Einfluss der Kommission vielleicht über die Jahre verändert hat, was ist über die Jahre vielleicht gut gelaufen, was hat sich verbessert und wo ist denn auch noch Luft nach oben? Also kann man da vielleicht wirklich überhaupt von echter Mitbestimmung sprechen? Das sind alles, glaube ich, Themen, die uns auch sehr, sehr bewegen, weil wir ja eben eigentlich eine relative Fundamentalkritik haben und für uns auch einen anderen Weg jetzt gefunden haben hier in Deutschland. Erstmal danke für die Frage. Also, und ich finde natürlich auch Athleten Deutschland eine sehr beeindruckende Organisation. Ich war auch damals dabei, als Max Hartung hier den Vortrag in der Sportschule gegeben hat. Einen unwahrscheinlich tollen Vortrag, sehr authentisch und man hat eben schon gemerkt, wie viel Erfahrung, aber auch wie viel Authentizität dorthin steckt. Mein Forschungsprojekt in der Tat beschäftigt sich mit der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees. Ich hatte zunächst einmal damit angefangen, überhaupt mal zu untersuchen, welche institutionelle Repräsentation es auf Athletenebene in den 1960er, 70er Jahren gegeben hatte. Und da habe ich eben festgestellt, dass es gab natürlich noch keine institutionelle Repräsentation, aber es gab erste Stimmen, die danach gerufen haben, die zum Beispiel auf dem Olympischen Kongress in Varna 1973 gesagt haben, wir brauchen eine institutionelle Vertretung von Athleten im Internationalen Olympischen Komitee. Explizit hat das der damalige Präsident des belgischen Nationalen Olympischen Komitees, Raoul Mollet, geäußert. Er hat also explizit gesagt, das IOC braucht eine Athletenkommission. Also ich spreche von 1973. Richard Pound, der ja nun im Moment einer der einflussreichsten und IOC-Mitglieder ist, hat 1973 schon gesagt, und damals war er noch nicht im IOC, sondern war Generalsekretär vom kanadischen Olympischen Komitee, dass man die Athleten stärker einbinden muss, weil man sonst Gefahr laufen würde, die olympische Bewegung in ihre Bedeutung zu verlieren. Also das sind eigentlich Worte, und das finde ich ganz interessant, die 73 gesprochen worden sind, die man heute noch immer hört, wenn es heute heißt, Athletes at the heart of the Olympic Movement. Dann ist es 81 auf dem Kongress in Baden-Baden, wurden zum ersten Mal Athleten, Athletinnen eingeladen. Nicht nur eingeladen, die waren auch in Varna eingeladen, also im Olympischen Kongress in Varna eingeladen. Hatten dort aber nicht die Möglichkeit, eine kurze Ansprache zu halten. Das war anders in Baden-Baden. Dort waren 30 Athleten von allen Kontinenten eingeladen. Die durften dann 6 Redebeiträge machen und dann war Thomas Bach auch dabei, der sich zum Amateurgedanken geäußert hat. Sebastian Coe, der jetzige Präsident von World Athletics, war dabei. Der hat die Abschlussrede für die Athleten gehalten. Und danach hat dann das IOC die Athletenkommission gegründet, die sich schon mit einer Vielzahl von Themen auseinandergesetzt hat. Also zum Beispiel mit einer lebenslangen Sperre im Doping, mit der Liberalisierung des Amateurgedankens, mit der Förderung von Frauen im olympischen Programm, aber auch in Verwaltungspositionen, in Führungspositionen, im
Sport, die sich für die Gründung von nationalen Athletenkommissionen ausgesprochen haben. Also sie waren schon sehr aktiv. Sie hatten aber zu dieser Zeit, hatte die Athletenkommission, wie alle anderen Kommissionen übrigens auch, hatten die nur so eine beratende Funktion. Und alle Mitglieder in der Kommission wurden, wie es bis heute noch der Fall ist, vom IOC-Präsidenten bestimmt. Das hat sich aber, und das finde ich ganz interessant, bei der Athletenkommission geändert. Und zwar ab den Spielen 1996 wählen die Athleten, Athletinnen die Mehrzahl ihrer Vertreter in der Kommission. Das heißt, da gibt es richtige, ja, Wahlprogramme, da gibt es Wahlkämpfe, richtig. Weil im Moment werden, und das ist so eine, also das IOC hat diesen Schritt gemacht, um einfach eine authentischere Vertretung von den Athleten auch in der Kommission zu haben. In Atlanta, das war der erste Schritt, dass die Athleten eben die Mehrheit ihrer Vertreter in der Kommission gewählt haben. Es wurden 8 bei den Sommerspielen gewählt, 4 bei den Olympischen Winterspielen. Der nächste Schritt erfolgte dann durch die IOC-Reformkommission 2000, die so im Kontext des Festina-Doping-Skandals entstanden ist und des Salt Lake City-Bestechungsskandals. Dort wurde dann gesagt, dass eben diese 15 gewählten Athleten in der Kommission auch Mitglieder im IOC werden. Und das wurde dann nach Sydney durchgeführt und dass denn der Vorsitzende von der Athletenkommission auch einen Sitz in der IOC-Exekutive hat. Also wir sprechen im Moment davon, dass 15 Athleten und Athletinnen eben auch IOC-Mitglieder sind und damit hat die Kommission nicht nur eine beratende Funktion, sondern kann auch Entscheidungsprozesse mitbestimmen. Und ich finde, dass das zumindest eine besondere Bedeutung gegenüber den Athleten ist, eine besondere Wertschätzung gegenüber den Athleten ist, weil sie eben auch zunehmend dann, also wenn man die Athletenkommission mal im Prozess von Kontinuität und Transformation sieht, eben zunehmend auch als Key Actors, also als Hauptdarsteller der Olympischen Bewegung wahrgenommen werden und auch geschätzt werden, weil sie ja immerhin auch diejenigen sind, die direkt von den Entscheidungen betroffen sind. Sie haben jetzt schon viele gute Gründe genannt, warum so eine Athletenvertretung so wichtig ist. Gerne können wir jetzt auch nochmal Maximilian Klein hören, weil wir nämlich auch genau ihm diese Frage gestellt haben, warum er findet, dass so eine Vertretung so wichtig ist. Das hören wir jetzt. Wenn wir über die Vertretung von Athletinnen und Athleten sprechen und das besonders im Kontext des Spitzensports, über den wir ja heute auch reden, dann müssen wir uns, glaube ich, immer noch mal vergegenwärtigen, dass alle Entscheidungen im Leistungssport, also auch im Sportsystem selbst, im Interesse an den Bedürfnissen der Athletinnen und Athleten ausgerichtet werden müssen. Und das war in den letzten Jahren tatsächlich nicht immer zwangsläufig der Fall, gerade weil eben auch Funktionäre und auch Verbände manchmal eigene Interessen haben, beziehungsweise deren Interesse nicht immer zwangsläufig kongruent mit den Interessen der Athletinnen und Athleten sind. Umso wichtiger ist es deshalb, dass die Athletinnen und Athleten eben eine unabhängige, eine professionelle und eine legitimierte Vertretung haben, wie es sie eben in Form von Athleten Deutschland gibt. Und ich glaube, gerade auch mit der Gründung von Athleten Deutschland gab es da auch einen Bewusstseinswandel, gerade in Deutschland. Also die Stimme der Athletinnen und Athleten wird gehört. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es in vielen Bereichen wirklich echte Mitsprache und echte Mitbestimmungsrechte gibt, aber wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, mit der Gründung einer solchen Athletenvertretung, die eben unabhängig agiert, ist ein wichtiger Baustein und Grundstein gelegt, damit eben auch in Zukunft die Qualität der Athletenvertretung, also auch die Ergebnisse solcher Vertretungsarbeit, hoch ist. Ja, klein, ich kann Ihren Argumenten eigentlich nur zustimmen, aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ich glaube, dass diese Arbeit und das Engagement von den unabhängigen Athletenkommissionen muss sehr, sehr hoch geschätzt werden und trägt sicherlich dazu bei, dass die Mitbestimmung oder auch die Selbstbestimmung der Athleten und Athletinnen weiter gefördert wird. Aber es geht doch auch darum, dass man, oder ich sehe auch daran die Chance, dass man sehr, sehr gute Synergieeffekte bilden kann zwischen den unabhängigen Athletenkommissionen untereinander, aber auch dann Synergieeffekte zwischen den athletischen unabhängigen Athletenkommissionen und dann zum Beispiel den Athletenkommissionen auf nationaler Ebene, also auf Verbandsebene bis hoch zum Internationalen Olympischen Komitee oder zur Athletenkommission der WADA. Ich glaube, dass dieses Netzwerk, was da entstehen kann, dass das ja nur von Vorteil sein kann. Die olympische Bewegung ist ja alle 4 Jahre vor allem dann bei den Spielen gesellschaftlich besonders präsent. Da geht es dann natürlich für den Zuschauenden natürlich auch hauptsächlich um Leistung, aber sie leisten ja auch an der Basis wertvolle Arbeit, also jenseits vom Spitzensport zum Beispiel, um pädagogische Ideale zu verbreiten. Sie haben zum Beispiel in einem Forschungsprojekt mal ausgewertet, welche olympischen Studienprogramme und Kurse es auf der ganzen Welt gibt. Können Sie uns da einen kurzen Einblick geben? Ja, das war auch so ein Forschungsprojekt, was eben aus der Arbeit in der IOC-Kommission für Olympische Erziehung herausgekommen ist, aber auch wieder mit einem Kollegen zusammen, dieses Mal ganz konkret mit Professor Thierry Sins von der Belgischen Universität Louvain. Uns wurde damals, wir haben gesagt, es müsste einfach mal dargelegt werden oder aufgezeigt werden, inwieweit überhaupt olympische Studien auf universitärer Ebene verankert sind. Wir haben dann zusammen auch mit Unterstützung von Maria Bogner, Olympic Studies Center in Lausanne, aber auch mit der Unterstützung von Nuria Putsch, die eben auch dort arbeitet. Und Nuria ist Head of University Relations, eine Befragung organisiert, um einfach mal das Mapping von Olympic Studies herauszufinden und sind dann eben auch mit dem Ziel darzustellen, wie stark sind olympische Studien im universitären Kontext vertreten und dann vielleicht auch um Synergieeffekte oder innerliche Andockstellen zu finden, dass vielleicht Programme verstärkt miteinander kooperieren können. Und wir haben ganz nette oder vorzeigbare Erfolge, dass wir eben schon mitbekommen, welche Vorteile oder welche Benefits unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen von dem Studiengang mitnehmen für ihre Berufswelt. Ich hatte mal ein schönes Zitat von einer Teilnehmerin, die jetzt mittlerweile Präsidentin des Nationalen Olympischen Komitees in Panama geworden ist. Es ist Damaris Young Aranda und sie hat so Folgendes dann zum Olympic Master gesagt: For professionals working within Olympic sport organizations, the MA in Olympic Studies offers a quite complete and integral knowledge that will help you to better perform your duties. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Zitat, in dem auf den Punkt gebracht wird, was wir mit diesem Studiengang dann auch erreichen wollen. Wir können gerne auch nochmal im O-Ton einen Studierenden hören und sehen, werden Sie auch kennen. Das ist einer Ihrer Promotionsstudenten und zwar Pascal. Hi, Professor Wasson, Pascal hier. Danke für die Unterstützung. Der Masterstudiengang Olympic Studies hat das akademische Interesse an der olympischen Bewegung in vielen Ländern geweckt, in denen das Thema sowohl in der Wissenschaft nicht behandelt wird, so auch in meinem Heimatland Gambia. Und jetzt die Frage ist, welchen Effekt hat dieses Programm auf die olympische Bewegung und ihr universelles Verständnis? Danke. Ja, danke, Pascal. Ja, es geht ja bei diesem Studiengang wie auch bei den anderen beiden Studiengängen. Also geht es letztendlich ja nicht darum, denen die olympische Bewegung zu erklären oder denen die Olympischen Spiele zu erklären, sondern es geht einfach darum, an ein tief gestaffeltes Orientierungswissen und Anwendungswissen zu schaffen über die olympische Bewegung, über Aspekte in der olympischen Bewegung, über Transformationsprozesse in der olympischen Bewegung, aber auch um die Diskussion von Zukunftsfragen
Perspektiven. Wir haben es ja mit einem Teilnehmerkreis zu tun, die alle schon in olympischen Kontexten arbeiten. Und das ist einfach diese schöne Mischung dann, dass wir nicht nur aus dem akademischen Elfenbeinturm heraus was vermitteln, sondern schon in den Dialog treten mit unseren Studierenden, die aus Arbeitswelten kommen und die dann schon mal sagen, ja gut, aber wie kann das denn auf der Praxisebene umgesetzt werden? Andererseits ist es für die natürlich auch immer wieder eine sehr, sehr gute Orientierung zu erfahren, dass die olympische Bewegung ja eigentlich entstanden ist auf einem erzieherischen Hintergrund. Mhm. Merken auch schon, dass Sie international super vernetzt sind. In diesem Zusammenhang hören wir jetzt nochmal einen langjährigen Weggefährten von Ihnen, mit dem Sie auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet haben. Und der hat am Ende auch eine Frage an Sie. I met Professor Vasong, by which I knew him until then, at the International Colloquium of Olympic Studies Centers at Loughborough University on the eve of the opening ceremony of the London Olympic Games in 2012. Weeks later, I was flying to Germany for a first working meeting. As he himself says, the world of the Olympic studies is very small, and more often we start to coincide in other events. One Olympic cycle later, we organized the second colloquium of Olympic Studies Centers together, now in my city, Porto Alegre, on the eve of the opening ceremony of the Games in Rio 2016. We have shared some important initiatives, and this has been very productive and enjoyable. For this reason, today I'm pleased to call him Stefan. Finally, I would like to ask him, how will this international colloquium help the development of Olympic studies on a global scale? Ja, Nelson. Danke. Professor Nelson Dodge war das, ne? Vielleicht ein paar Worte zu ihm. Der sitzt ja in Brasilien, glaube ich. Der sitzt in Brasilien, in Porto Alegre, an der katholischen Universität dort. Und ja, Nelson hat es ja schon gesagt, dass wir uns schon relativ lange kennen. Das war überwiegend das in dieser Organisation von diesem Netzwerk der Olympischen Studienzentren miteinander verbunden sind, aber auch über den Olympic Master miteinander verbunden sind, auch über die Internationale Olympische Akademie. Ich glaube, dass die Chance in diesen Kolloquien darin besteht, dass man einmal überhaupt erfährt, wie aktiv die anderen Olympischen Studienzentren sind, dass man aber auch Gelegenheit aufgreifen kann, mit denen gemeinsame Forschungsprojekte durchzuführen, was immer gut ist, was immer interessant ist, weil man dann einfach auch eine weitere Perspektive bekommt, weil man weitere Ansätze bekommt. Was für die Forschung gilt, gilt natürlich auch für die Lehre. So ist es so, dass wir dort gerade über diese Plattform der Kolloquien einfach immer wieder auch Gastvorträge haben, bis hin zu ganzen Modulen haben, die dann von Mitarbeitern von anderen Olympischen Studienzentren durchgeführt werden. Also Nelson war ja auch des Häufigen mal bei uns, aber Gleiches trifft auch zu, zum Beispiel für das Olympische Studienzentrum aus Barcelona. Also das ist dann schon nicht nur ein Benefit für die Forschung, das ist aber auch ein Benefit für unsere Studierenden. Stichwort Internationale Olympische Akademie. 2020 wurde die Programmkommission ja neu eingerichtet, wo Sie Mitglied sind. Und da entwickeln Sie ja auch neue Formate mit, die dann auch wieder der Internationalen Olympischen Akademie zugutekommen und dann auch angeboten werden für Studierende, für Lehrpersonal, am Ende natürlich auch für die Olympiaathletinnen und Athleten. Was sind da so Ihre Ideen? Was schwebt Ihnen da vor? Ja, zunächst einmal, die Internationale Olympische Akademie hat ja einen ganz engen historischen Zusammenhang mit der Deutschen Sporthochschule Köln. Sie ist eröffnet worden 1960. Karl Diem hat ja über Jahrzehnte hinweg darauf hingearbeitet, diese Akademie in Zusammenhang mit seinen Kollegen in Griechenland ins Leben zu rufen. Und sie ist schon ein sehr, sehr toller Lehr- und Lernort, weil er eben sehr authentisch ist. Er liegt in Olympia in der Nähe von den Ausgrabungen dann direkt. Also es ist schon
das, was die studieren, auch hier von der Sporthochschule, Herr Dr. Molsberg, ich will bringen, also immer, oder wir schicken immer viele Studierende dort an die Internationale Olympische Akademie, die ja auch in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert und es ist eigentlich auch eine Ehre für das OSC, dass wir dort vertreten sein dürfen. Die Feierlichkeiten finden dann am 17. Oktober statt. Die Programme der IOA, die ja für ganz unterschiedliche Zielgruppen angeboten werden, müssen natürlich erneuert werden, müssen angepasst werden. Ich habe so ein bisschen meinen Schwerpunkt darauf gelegt, dass man auch Programme haben muss für Athleten, Athletinnen, die natürlich in einem durchführbaren Format angeboten werden. Also sowohl was das Zeitbudget angeht, auch was die inhaltliche Vermittlung angeht, dass darüber hinaus aber auch dann Trainer, Trainerinnen mit eingebunden werden müssen. Weil ich glaube, dass dieses Trainer-Athlet-Verhältnis, dass das im Moment ganz neu diskutiert wird. Das muss sicherlich nicht nur problemorientiert diskutiert werden, sondern muss einfach analysiert werden. Es muss neu aufgestellt werden. Ich glaube, dass das auch eine Aufgabe von der Internationalen Olympischen Akademie sein muss. Ja? Und dann kommt es mir natürlich immer wieder darauf an, dass man auch die Gründungsgedanken der Olympischen Bewegung nicht vergisst, aber dass man die nicht nur in der Vergangenheit lässt, sondern auch überlegt, wie lassen sich die Gründungsgedanken von Coubertin noch auf die Gegenwart nicht nur projizieren, sondern in der Gegenwart sogar anwenden. Jetzt haben wir quasi schon den Bogen geschlagen wieder zurück zu Coubertin. Wir sind jetzt auch fast am Ende des Gesprächs. Deswegen würde ich gerne auch noch mal ganz kurz auf Coubertin kommen, den Sie gerade schon genannt haben, der ja schon 1892 seine historische Gründungsrede gehalten hat. Und wenn sich jetzt daraus etwas mitnehmen lässt, auf die Spiele vielleicht, die gerade stattfinden, was wäre das Ihrer Meinung nach? Das sind, glaube ich, zwei Kerngedanken, die er auch in der Rede angesprochen hat. Also bei der Rede, die wurde ja am 25. November 1892 an der Sorbonne gehalten. Und da hat er ja zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesagt, dass er die Olympischen Spiele eigentlich wieder einführen möchte. Das hat er ganz am Schluss gesagt, von einer 14-seitigen Rede. Viele sagen, dass das ein Gedanke gewesen ist, der ihm spontan gekommen ist. Also das lässt sich aber nicht nachvollziehen, weil die Rede ist so geschickt aufgebaut, dass der Höhepunkt wirklich am Ende ist. Und da beschreibt er also wirklich, welches Erziehungspotenzial im Sport drin ist. Und da kommt er auch auf die internationale Ebene zu sprechen. Also er kommt auf die internationale Ebene zu sprechen, er kommt aber auch darauf zu sprechen, wie wichtig es ist, eben den Gedanken des Fair Play im Sport beizubehalten. Und ich glaube, dass dieser Fair Play-Gedanke relevant ist, aber auch dann eben diese internationale Dimension. Und hier kommt mir immer so ein Statement vor. Coubertin, wir hatten ja eben schon über den Amateursport gesprochen, dass für Coubertin der Amateursport eben eine Bedeutung hat, um den Grundgedanken des Fair Play zu betonen. Aus Amerika hat Coubertin das Synonym mitgebracht, Clean Sport. Clean Sport stand für den Amateursport. Er hat das damals von der YMCA-Bewegung übernommen, die auch sehr, sehr stark im Sport aktiv waren. Die haben eine sogenannte Clean Sport Role entwickelt. Also Clean Sport war Amateurgedanke und das lässt sich jetzt so ein bisschen auf die heutige Zeit übertragen, weil Clean Sport gilt heutzutage nicht mehr für einen Amateursport, sondern gilt eigentlich für einen dopingfreien Sport. Und das ist dann eben auch so ein bisschen die Sache, wie man so ein bisschen was mitnehmen kann von seinen Ideen und die übertragen kann auf die heutige Zeit. Aber dieses internationale Moment, das glaube ich gerade in der heutigen Zeit besonders betont werden muss, das spricht er ganz klar in seiner Gründungsrede 1892 an und das hat überdauert. Eine letzte Frage hätte ich noch. Sie können nicht für ihn sprechen, Sie haben sich aber intensiv mit Coubertin beschäftigt und was würden Sie sagen, wenn Coubertin jetzt noch die Chance hätte, bei den Spielen teilzunehmen oder mitzuwirken? Glauben Sie, dass er eher enttäuscht wäre, dass sich etwas verändert hat? Oder glauben Sie, dass er eher stolz ist, dass seine Idee ja dann doch, wie wir jetzt gehört haben, eigentlich bis heute weiterlebt? Ich glaube, das ist ein Stück weit diese moderne Lesart,
die wir da haben. Also wenn man das jetzt transportieren in die Zeit, in der er die Spiele entwickelt hat, würde man bestimmt sagen, um Gottes Willen. Ja? Aber man muss das auch damit verbinden, was ich, glaube ich, relativ am Anfang gesagt habe, dass er bereits oder dass er kurz zu seinem Tod gesagt hat, dass der Olympismus weiterinterpretiert werden muss, dass er angepasst werden muss an die vorherrschenden Lebensbedingungen, an eine sich kontinuierlich modernisierende Sportwelt. Und das hat die Olympische Bewegung ja gemacht. Das hat sie in Richtung Amateursport gemacht, den es ja nicht mehr gibt. Man hat den Sport für die Profis geöffnet. Man hat viele Dinge aufgenommen, verändert, angepasst. Und ich glaube, dass diese Veränderungen, was die Kommerzialisierung angeht oder was das Marketing angeht, das ist, ich glaube schon, dass das von Coubertin aus heutiger Sicht sehr, sehr positiv gesehen worden ist. Er hat ja auch damals schon immer wieder neue Tendenzen eingeführt, die auch damals vielleicht nicht gewollt waren, aber mit denen er sich dann auch positioniert hat. Wenn man das Ganze mal sieht, wie sich zum Beispiel der Sports for All-Gedanke entwickelt hat, der war immer ganz zentral angelegt bei Coubertin. Er hat immer gesagt, dass die olympische Bewegung, dass die olympischen Athleten die Aufgabe haben, den Sport in die Massen zu tragen. Er hat auch immer dafür geworben, dass entsprechende infrastrukturelle Rahmenbedingungen denn geschaffen werden. Er hat sich immer für den Aufbau von kommunalen Sportzentren eingesetzt. Diese Idee vom Sports for All, die ist natürlich auch vom IOC gerade ab den 1980er Jahren wieder aufgenommen worden und verbreitet worden durch zahlreiche Projekte, durch eine eigene Kommission, Sport and Active Society heißt diese Kommission. Ja, also das ist ja wirklich eine großartige Umsetzung von den Grundgedanken von Coubertin. Herr Masson, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch und bedanke mich vor allem für all die Stimmen, die zugeschaltet worden sind. Das war eine Überraschung, ne? Das war wirklich eine gelungene Überraschung. Dankeschön. Das war eine Runde mit Professor Dr. Stefan Vasson. Ich fand es super spannend und ich bin auch so ein bisschen Fan von Pierre de Coubertin geworden. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß. Dann empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt sportlich.